Ja, integrieren tue ich bestimmt auch, ganz sicher. Da bin ich mir sicher. Aber alleine dafür habe ich den Bambi nicht verdient. Ich hätte ihn aber auch genommen. Ja. Sehr gut. Peter, du hast eben gesagt, nein, aber auch eine Sache. Ich will hier auf jeden Fall was loswerden. Und das ist eigentlich das, was mich hier in dieser Runde am meisten stört. Ja? Anstatt darüber zu reden, dass Leute wie Sido und auch Bushido, ja, die mit vielen Problemen auf die Welt gekommen sind, die selber auch für viele Probleme gesorgt haben, ja, die viele Fehler gemacht haben und vielleicht auch noch machen werden. Ja? Anstatt darüber zu reden, dass wir Menschen wie Peter Maffay brauchen, die auf uns zugehen, ja, und uns die Hand reichen und sagen, pass mal auf, ich gebe dir die Chance, jetzt hier gerade durchs Leben zu schreiten und keine Scheiße zu bauen. Solange bist du oder ich ihm das Gegenteil beweisen. Anstatt, dass wir darüber reden, dass es etwas Positives Bushido, entsteht, pass auf, reden wir die ganze Zeit darüber, über jemanden, der mich eh nicht akzeptiert, ja, weil ich schwulenfeindlich angeblich bin, ja, oder frauenfeindlich bin. Angeblich, also es ist angeblich, du bist eine Schwuchtel, wie Dreck auf dem Boden, such dir neue Freunde, für mich bist du ein Krüppel, zeig mit dem Finger auf mich, wer ist die Schwuchtel, wer von euch Spasten reißt jetzt noch sein Maul auf, also... Das ist relativ eindeutig, oder nicht? Also was, ich meine jetzt, das ist jetzt ganz normales Geschimpfe, ganz normales Gepöbel, ja? Und nein, ist es nicht. Doch, ganz ist normales Gepöbel ist das nicht, finde ich. Ist es nicht. Aber Gepöbel gegen man kann jetzt auch nicht sagen, das ist so scheinheilig, was hier gerade passiert. Komm, das ist nicht unglaublich. Wir haben eben, Bushido, pass auf, wir haben eben gehört. Hier, Moment mal ganz kurz, ich stehe hier und sage, ich bin darauf nicht stolz und im Nachblick sehe ich auch, dass das nicht okay ist. Genau. Ja? Aber man sagt zu mir, nein, du darfst dich nicht entschuldigen, es darf dir nicht leid tun und vor allem, du darfst keine Verantwortung übernehmen in Zukunft. Das finde ich eben gerade nicht. Ich finde es ja cool, wenn sich jemand... Nein, tut wenn mir sich leid, jemand, dass ich das so auffasse. Vielleicht ist mein subjektives Empfinden gerade ein bisschen gestört. Aber nein, aber wenn Sie sich können ja sagen, ich war mal schwulenfeindlich. Ich war noch nie schwulenfeindlich. Aber was haben Sie dann gesungen? Das hat doch nichts mit der Homosexualität oder mit der Sexualität an sich zu tun. Sondern? Das hat doch damit nichts zu tun. Ey, das ist ja unglaublich. Stellen Sie mal vor, wenn ich sage, du bist cool, ja, wie würden Sie das empfinden? Würden Sie denken, ich beleidige Sie oder ich finde Sie hip? Hip. So, warum? Sind Sie kühl gerade? Fühlen Sie sich gerade kühl oder sind Nein, Sie kalt? Das ist ein Modeausdruck, aber wenn man sagt, du bist schwul. Tut mir leid, ich sage Ihnen ganz schwule ehrlich. Sau oder sonst irgendwas, nein, ist das ein Schimpfwort? Es ist ein Schimpfwort. Leider ist dieses Schimpfwort nicht nur einfach ein Schimpfwort, sondern es betrifft eine gewisse Gruppierung, die eine gewisse Sexualität auslebt. Und das ist richtig. Genau, okay? Und das ist auch völlig. Nein, das ist auch völlig okay. Mir geht es nicht um diese Richtung der Sexualität, sondern dieses Schimpfwort ist genau wie Arschloch. Ist auch ein Schimpfwort. Ich meine, also Arschloch Aber ist auch ein Arschloch was anderes. Ist keine Minderheit. Wir sind alles Arschlöcher. Ich will nur mal ein anderes Beispiel bringen. Ja, also, und das, ich glaube, das passiert jedem mal in seinem Sprachgebrauch, dass er sagt, oh, da habe ich mich benommen wie ein Behinderter oder bist du behindert oder sowas. Ja, sowas fällt auch. Ist auch eine Minderheit, oder? Mhm. Darüber diskutiert auch keiner. Aber da kommt auch kein irgend so ein Verein auf mich zu und sagt, ey, du hast hier jetzt gesagt, der ist behindert. Wolltest du ihn diskriminieren oder was? Du hast doch gerade jetzt im November einen losgelassen, einen Österreicher, habe ich irgendwie im Netz gelesen. Ein was? In Österreich hast du doch einen losgelassen. Oh, was habe ich denn? Einen diskriminierenden Spruch habe ich da losgelassen? Ja, so zu diesem. Ach, Frau Decker, Alter, Sie müssen echt mal, Sie sind heute ein bisschen auf, Sie sind hierher gekommen, um zu pöbeln und jetzt packen Sie alles aus, was man so auspacken kann. Ne? Eine Frage in dem Zusammenhang. Ich möchte ganz kurz eine Aussage revidieren. Ich möchte doch, dass Sie sagen. So, nein, das geht in die falsche Richtung. Also, wir nehmen zur Kenntnis, es gibt eine Sprache, die auf einer anderen Ebene, auf einer Metaebene, das Thema hatten wir auch übrigens letztes Mal, stattfindet. Das werden wir auch noch die nein, und das ist doch auch in Ordnung. Bushido, pass auf. Da stellt sich jemand hin und sagt, das tut mir leid und was ich da alles mal so gesagt und gemacht habe, war möglicherweise so ganz wörtlich nicht zu nehmen. Kann man darüber reden, wie das bei 13-, 14-, 15-Jährigen ankommt, ob die das auch genau so verstehen, wie es gemeint ist? Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber wenn das, Peter, und das ist doch der entscheidende Punkt, wenn sich jemand hinstellt und sagt, mir tut das leid, dann ist das doch zunächst mal akzeptiert, wenn das eine Wette auf die Zukunft ist. Jetzt gibt es ein neues Lied von euch beiden, ein Video, sehr hochwertig gemacht, was die reine Mache angeht, da steckt sehr viel Geld drin. Schauen wir jetzt einmal kurz rein und dann reden wir mal darüber. Alter, jetzt geht's. Was ist los? Ich weiß genau, was kommt. Jetzt. Ich werde einfach ab und zu sagen, dass wir ein Album draußen haben, damit wir die Show noch ein bisschen als Promo nutzen können. Wir schauen uns einfach mal an. Großartiges Stück Musik. Beste Video der Welt. Bitte? Das war das beste Video der Welt. Ich schwöre dir.
Wissen Sie, was ich verstehe? Ich weiß zwar jetzt ganz genau, worauf Sie hinaus wollen. So, jetzt wollen Sie wieder auf die Gewalt hinaus, bla bla bla. Wollen Sie mir im Ernsthaft, würden Sie mir... Stopp. Eine Frage. Ja. Würden Sie Sylvester Stallone oder Jean-Claude Van Damme oder Arnold Schwarzenegger unterstellen, dass Sie schlechte Menschen sind, weil Sie Actionfilme gedreht haben? Und Leute erschossen haben in Ihren Filmen? Nein, das tue ich überhaupt nicht. Ich finde das auch übrigens einen ziemlich coolen Song, was die Musik angeht. Jetzt passen Sie bloß auf, sonst sind Sie morgen den Job los. Ja? Also. Nein. Stopp. Sido rappt in diesem Lied. Oh, endlich. Verpiss dich, Mann, dem Wichser gebe ich nicht die Hand. Los, schick mir deine Frau und hoffe, ich fix sie dann. Ist das, ne, ich will es einmal verstehen, nur erklären. Keine Anklage, ich will nur einmal verstehen, wenn man sowas reibt, sowas textet. An wen hat man dann im Kopf? Lauter 18-Jährige, von denen man weiß, die verstehen das, die kriegen das in den richtigen Hals? Oder weiß man, für wen man ich das... Ich habe da gar keinen im Kopf. Ich schreibe das, weil ich das gut finde. Sie sind doch Vater. Ja. Und ich werde dafür sorgen, dass mein Sohn das nicht hört. Ganz einfach. Und das so, und jetzt ist die Frage... Ich weiß gar nicht, was daran jetzt so schlimm ist. Ich verlange das ja auch von jedem anderen, von jedem anderen Menschen. Ich mache die Musik nicht für Kinder. Das ist keine Musik für Kinder. Die Frage ist, wie sorgen Sie dafür, dass er das nicht in die Finger kriegt? Wieso soll ich dafür sorgen? Das ist nicht meine Verantwortung, dafür zu sorgen. Ist doch Ihre Verantwortung als Vater, dass er das nicht in die Finger kriegt? Ach so, natürlich. Ja. Ja, da kann man für sorgen, wenn man aufmerksam ist und so eine Sachen beobachtet und sich mit seinem Kind darüber unterhält, was er für Musik hört und sowas. Ja. Dann kriegt man das mit, auf jeden Fall. Ist das, Richard David Precht, ist das spießig, wenn man sagt, das geht möglicherweise zu weit? Das ist etwas, wo man sagen muss, das können Menschen falsch verstehen, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja, also ich kann zumindest, soll ich Ihre oder deine sagen, Argumentation nicht nachvollziehen, zu sagen, du würdest den eigenen Sohn dafür wegschließen. Wie wegschließen? Ja, würdest du sagen, ja, du würdest dafür sorgen, dass dein Sohn deine eigenen Texte nicht hört? Nee, nicht alle. Natürlich, ja, genau. Nicht alle. Ja. Aber weißt, dass es auch andere Kinder gibt, deren Eltern da nicht so sorgfältig drauf achten und die das alles abkriegen. Da müsstest du ja doch schon ein bisschen schlechtes Gewissen haben und denken, naja, ist ja vielleicht noch eine gute Situation, oder? Nee, habe ich nicht. Aber Sie haben doch gerade in Ihrem Satz... Ich sprich zu vieles in meinem Leben anscheinend nicht für mich, ja, aber das ist mir egal, was ihr alle über mich denkt und warum ihr denkt, dass ich kein guter Mensch bin oder was auch immer. Nein, darum geht es doch gar nicht, Sido. Darum geht es Ihnen die ganze Zeit, falls ihr... Nein, stopp. Also mir fehlt auch schon so ein bisschen der positive Grundton in dieser Sendung, soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt billig. Das ist wirklich billig. Ich will es nur einmal verstehen. Also ich will noch mal sagen, also ich kann euren Unmut verstehen oder Ihren Unmut verstehen unter dem Gesichtspunkt, unter dem Gesichtspunkt ist das hier sozusagen ein Resozialisierungstribunal oder reden wir über ein Musikalbum, was rausgelassen wird. Das kann ich verstehen. Aber das andere zu verstehen, zu sagen, ich mache eine Musik, von der ich davon ausgehen muss, dass Kinder sie hören, die ich meinen eigenen Kindern nicht zumuten will, weil ich weiß, dass sie schädlich für sie ist. Guck mal, die Kinder, die diese Musik hören und sowieso Interesse haben, so eine Musik zu hören, ja, die sind sowieso so eine Kinder und so eine Menschen. Dafür kann man nichts. Aber da muss man ganz ehrlich sagen... Nein, also die sprechen sowieso so auf dem Schulhof und so weiter, ja, und das ist einfach dann der Soundtrack für die ihr Leben, wenn sie das hören. Aber ihr seid doch deren Helden. Aber ich weiß nicht, was jetzt verwerflich hier an der ganzen Sache ist. Wenn du nicht möchtest, dass dein Kind das hört, dann lass dein Kind das nicht hören. Ganz einfach. Ja, das ist doch in Ordnung. Aber das setzt ein Verantwortungsbewusstsein voraus von den Eltern, die in der Lage sind, ihre Kinder davor zu schützen, Musik zu hören. Die muss ich nicht übernehmen, die Verantwortung, die du deinem Kind gegenüber hast. Das ist nicht meine Verantwortung. Nee, aber wenn du dich völlig daraus stiehlst, ich stehe mich auch nicht völlig daraus. Und wie gesagt, ich mache nicht grundsätzlich Musik für Kinder, aber ich mache auch Songs, die Kinder auch hören können und die auch eine Message haben und so weiter. Aber Was ist denn die Message, Sido, von diesem Lied, von so einem Video zum Beispiel? Dieses Lied, habe ich gesagt, zeige ich meinem Kind nicht, weil es nicht eine Message hat, die ein kleiner Junge... Aber was ist denn die Message? Die Message ist einfach auf die Kacke hauen. Die zeigen, dass wir die Coolsten sind. Eine ganz normale Hip-Hop, ein Hip-Hop-Klischee, das wir da benutzen, dessen wir uns bedienen, ist einfach mal der Coolste sein, die dicksten Eier zeigen und so weiter. Das ist Hip-Hop und das gehört einfach dazu. Und wir wollten mit unserem ersten Song, den ersten Aufschlag, den wir für das große Projekt, die beiden größten Rapper treffen sich auf einem Album, das sollte einfach Geprotze sein, auf die Kacke hauen, so groß wie möglich, dem Projekt ebenbürtig und so. Deswegen ist es auch so ein Actionfilm geworden, der auch eindeutig als Actionfilm oder als Film zu erkennen ist, wenn da Frauen mit Vampirzähnen und so weiter rumrennen. Ja, dafür, egal, die Diskussion... Fragen Sie mal Tom Cruise, was er bei Mission Impossible sagen wollte. Es ist echt...
Darum geht es doch gar nicht. Ich weigere mich auch irgendwie hinzunehmen, bitte? Dass das ein Resozialisierungstribunal ist. Ja, darum geht's, so geht es. Nein, es geht darum, etwas zu verstehen. Ich würde gerne Peter Maffay fragen an der Stelle. Haben Musiker eine Verantwortung für das, was sie da jetzt über den Äther schicken oder nicht? Absolut. Ja, natürlich. Absolut. Klar. Da haben wir offensichtlich eine sehr unterschiedliche Vorstellung von Verantwortung. Das Gute an der jetzigen Situation ist im Übrigen wahrscheinlich, oder mit das einzig Gute, ist, dass sich hier so jeder outet und positioniert. Und das erzeugt Reibung und, ja, und dann Reibung beschäftigt man sich mit dem Thema. Ja. Zurück zu deiner Frage. Ja. Verantwortung übernimmt man in dem Augenblick, wo man vor Leute tritt, auf einer Bühne spielt und Leute einem Aufmerksamkeit und Zeit entgegenbringt. Das ergibt sich automatisch. Zu dieser Verantwortung gehört aus meiner Sicht die totale Ablehnung von Diskriminierung, die totale Ablehnung von Gewalt. Ja. Ich kann damit persönlich absolut nichts anfangen. Ich möchte nicht, dass mein Sohn mit Gewalt aufwächst. Ich möchte das von ihm fernhalten, so lange wie möglich. Ich möchte nicht, dass er mit einem solchen Gedanken gut ein erwachsener Mensch wird. Und ich würde ihm ein solches Video zum Beispiel würde ich ihm nicht empfehlen. Ich würde sagen, ich würde es mit ihm zusammen ansehen. Mhm. Ich würde es mit ihm zusammen ansehen, so wie ich mit ihm zusammen, wenn er unbedingt eine Zigarette rauchen wollte, eine vielleicht sogar, obwohl ich aufgehört habe, mal rauchen. Ja? Ich würde das tun. Ja? Ich würde ihm erklären, ich glaube nicht, dass das wirklich sinnvoll ist. Mhm. Ich würde ihm meine Sicht der Dinge erklären. Okay. Ich würde ihm aber versuchen, klarzumachen, dass er seine Augen offen hält und trotzdem offen bleibt. Ja, und das nicht so, was heute Abend hier passiert, ist ziemlich vernagelt, ist sehr eng. Ja. Naja. Wir bleiben nicht wirklich cool, niemand hier. Ja. Ich versuche es mal andersrum. Ich finde zum Beispiel diese Nummer ziemlich gut, ich persönlich. Ich mag das, ich höre das gerne. Das ist gute Musik, das hat einen guten Groove. Auch okay. Die Nummer, die ihr da zusammen gemacht habt, ja, das ist cool. Das heißt also, ich würde das hören. Ja. Und wenn ich das jetzt mit meinem Sohn zum Beispiel höre, würde ich wahrscheinlich eine Menge Fragen kriegen von dem. Und ja. Ich weiß nicht so genau, was ich dem dann sagen soll. Warum? Warum? Ich wüsste jede Frage, die der Kleine mir zu Hause stellt, wüsste ich jede Antwort. Ich kann es dir erklären, weil es so ein Alter gibt, und da werden wir gleich drüber reden, es gibt so ein Alter, in dem, ab dem ist für jeden kleinen Jungen eine Banane eine Knarre. Da findet er das cool. Ja, das ist so in Jungs drin. Das ist irgendwann so das Testosteron, das sich da so Bahn bricht. Ja? Und dann jetzt ist das aber so. Nein, das ist so. Und wenn du das hier siehst, und dann sind das auch noch die Helden von aber dem. Das ist coole nicht. Musik. Das Video ist ab 18. Okay? Und es ist in erster Linie ist das Video ab 18. Du bekommst es im Internet nicht zu sehen, es sei denn, du hast einen Account, der dich als 18-Jährigen bestätigt. Das ist wie im Kino. Da schreibst du rein, ich bin 18 und dann hast du's. Rocky 4 ist ab 18 und wenn du als 14-Jähriger da ankommst, sagt der Typ zu dir, du darfst hier nicht rein. Punkt, aus Ende. So. Aber wir sind uns doch einig, du gibst das einem Zweifel bis 13, sitzt ja, davor und sagst, leider auch ich bin Pornografie 18. Im Internet natürlich, leider. Natürlich, das ist das auch etwas Verwerfliches. Ich sag das doch. Also deswegen, ich bin auch ihrer Meinung. Also man muss da auch wirklich hinterher sein. Nicht verwerflich oder was auch immer. Sagen wir es mal so, es geht doch überhaupt nicht um einen Jungen, der sich sowas angucken kann, ist das schon sehr, sehr fragwürdig. Ich würde, nicht verwerflich. Verwerflich ist was anderes. Also ich würde es ihm nicht zeigen, aus dem Grund. Ich würde sagen, das ist nichts für ihn. Gewalt ist überhaupt kein Thema. Aber ich würde auch meinem Sohn keine Rambo-Filme oder was auch immer zeigen. Deswegen zeige ich ihm diesen Actionfilm, den wir da als Video gedreht haben, auch nicht. Ganz einfach. Aber man muss ja davon ausgehen, dass Kinder solche Dinge sehen. Korrekt? Du aber kannst das nicht alles wegschließen. Fragt man, also ich meine, Sylvester Stallone und wie sie alle heißen, haben auch Kinder. Nee, fragt man die jetzt auch, lässt du deine Kinder, und der wird dir dasselbe sagen? Nein, genau. Ich drehe zwar so eine Filme, aber ich würde meine Kinder die nicht gucken lassen. Sie haben völlig recht. Deswegen würde ich gerne an Richard David Precht die Frage stellen. Er wächst aus der Tatsache, dass im Netz mittlerweile eben doch alles und jederzeit verfügbar ist, unter anderem auch Rambo-Filme und Ausschnitte, die du sonst früher doch kontrollieren konntest. Er wächst daraus möglicherweise eine besondere Verantwortung. Das ist
die Frage. Also müssen wir andere Antworten darauf finden. Also ich glaube tatsächlich, dass all diese Dinge für Kinder verfügbar sind und dass es vergleichsweise einfach für Kinder ist, da dran zu kommen. Ja. Und dass man sich dessen bewusst sein muss, wenn man es herstellt. Also das glaube ich auf jeden Fall schon. Ja. Und die Argumentation, die Sie bringen, wenn Sie sagen, Sylvester Stallone hat auch Gewaltfilme gedreht, das ist so ein relativ einfacher moralpsychologischer Trick. Ich nehme andere, die auch mit